Dies ist die erste Folge der Reihe von Lektionen von Nikolai Sobolev, Experten für Waffengeschichte. Die Lektionen sollen guten Informationsinhalt bieten, mit einer Prise Humor. In dieser Folge decken wir ein bisschen das Thema der Volkssturmwaffen etwas auf. Diese Waffen sind sehr selten in Museen auf der ganzen Welt. Wie Sie sehen, wurden die Waffen auf die Schnelle gemacht und in schlechten Bedingungen und sehr grob. Sehr grob. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, haben sie nicht wirklich jemanden interessiert aus der Sicht des Kopierens oder des Sammelns. Also endeten diese Waffen ihren Lebenszyklus in den Schmelzöfen oder noch davor unter den Ketten der sowjetischen, amerikanischen oder britischen Panzer. Also wissen Sie, als das Museum der Bundeswehr aufgestellt wurde, wurde mit Entsetzen festgestellt, dass es gar keine Volkssturmwaffen im Original gibt. Also wurden nach den noch vorhandenen Zeichnungen neue produziert. Also werden diese Museumskopien heute ausgestellt. Wir mussten sehr viele Anstrengungen unternehmen, um diese Waffen im Original zu finden. Wir haben die ganze Welt danach durchsucht. Das hat viele Jahre gekostet. So können wir Ihnen heute die Exemplare der Waffen zeigen aus der abschließenden Etappe des tausendjährigen Reichs. Wir fangen an mit der Waffe, die man Karabiner nennen könnte, obwohl es aussieht wie eine Maschinenpistole. In der Wirklichkeit macht dieses Ding nur Einzelschüsse. Es ist das Volkssturmgewehr Modell 45. Es kommt von den Gustloff-Werken. Gebaut wurde es im Februar 1945 bis Mitte April 1945. Es hat das Kaliber 7,92 x 33 mm, und wie Sie sehen, es wird das Magazin des STG-44 verwendet. Doch obwohl es so einschüchternd aussieht und 4,5 Kilogramm wiegt, kann diese Waffe nur Einzelschüsse machen. Dementsprechend beträgt die Feuerrate 20 bis 30 Schuss in der Minute. Wenn wir von Gewehren und Karabiner sprechen, müssen wir auch dieses hier erwähnen. Volkssturmgewehr 2 genannt oder auch VG2, hergestellt in den Spreewerken. Das Magazin stammt vom Gewehr 43 und ist zweireihig. Es gibt hier keine Automatik. Nach dem Schuss muss man hier ganz normal nachladen, wie bei den Gewehren der Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt wurden. Es ist also eine stark vereinfachte Waffe und wurde circa ab März bis Mai 1945 eingesetzt. Die Erschaffung des Volkssturmes in Deutschland begann nach dem Ausrufen des totalen Krieges am 18. November 1944. Es wurde geplant, 6 Millionen Menschen zu bewaffnen. Die Ausbildungsqualität solcher Kämpfer war nicht hoch. Das waren Personen im Alter zwischen 16 und 60 Jahren. Im besten Falle haben sie bereits im Ersten Weltkrieg gedient. Natürlich gab es nicht genug Waffen für alle. In großen Mengen wurden Beutewaffen eingesetzt. Dazu gleich mehr. Aus der eigenen Entwicklung wurde ebenfalls das neue Volkssturmmauser 98 eingesetzt. Das ist die vereinfachte Version der Mauser 98K.
Es gibt hier keine Befestigung für ein Bajonett. Die Entwicklung lief im Protektorat Tschechien. Die Herstellung begann erst Ende April 1945. Wir haben hier im Museum das Exemplar mit der Nummer 1. Wahrscheinlich ist es die letzte Entwicklung des Dritten Reiches, die Serienreife erreichte. Oder fast Serienreife. Ebenfalls wurde das Übungsgewehr Hitlerjugend eingesetzt. Eigentlich wurde diese Waffe für Schulungszwecke der Jugendlichen benutzt. Damit zu töten ist schwierig. Natürlich, wenn man ins Auge schießt, kann man dem Gegner Schaden zufügen, doch sogar diese Waffe wurde eingesetzt. Es gab einen katastrophalen Waffenmangel. Für 80 Mann hatte man gerade mal 8 Gewehre. Zum Beispiel die bereits im Ersten Weltkrieg in Frankreich erbeuteten Gewehre. Die lagen bis dahin im Lager. Das ist das Lebel-Gewehr. Aus den Beutewaffen wurde alles, was in Europa erbeutet wurde, eingesetzt. Gewehre Krag-Jørgensen. Diese Gewehre standen im Dienste der norwegischen Armee. Sie wurden auch eingesetzt, aber sie hatten eben keine Munition. Manchmal wurden die Gewehre einfach ohne Munition verteilt. Wahrscheinlich, damit sie einfach da sind. Eingesetzt wurden auch die französischen Waffen, die während des Frankreich-Feldzuges erbeutet wurden. Das ist die Masse-Mlay 1936. Die Hauptwaffe der französischen Armee dieser Periode. Das von den Armeen Belgiens, Dänemark und Niederlanden erbeutete Schmidt-Rubin-Gewehr wurde seinerzeit von der Schweiz an diese Länder geliefert. Das Gewehr musste sehr eigenartig eingesetzt werden. Man musste sehr achtsam sein. Wie ich schon sagte, hatten all diese Waffen Probleme mit Munitionsversorgung. In der letzten Kriegsperiode wird die italienische Armee entwaffnet und die Deutschen bekommen die Mannlicher Carcano-Gewehre, Modell 1938. Sie gehen auch an die Volkssturmkämpfer. Das Mannlicher Carcano 1938 zählte zu den schlechtesten Gewehren aus einer Reihe von Gründen für die Soldaten zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Es gab viele Gründe, darunter auch die verwendete Kugel. Sie war von der Ballistik her nicht gut, auf einer Distanz über 150 Meter. Ich will euch noch einmal dieses Exemplar zeigen und daran erinnern, dass aus einer solchen Waffe der 35. Präsident der USA, John Fitzgerald Kennedy, laut der offiziellen Version ermordet wurde. Nun, Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen, haben sehr viele Fragen, nicht nur an den Schützen, sondern auch unmittelbar zu der Waffe auch. Aber wir kehren zurück zu den Waffen, die im Dritten Reich hergestellt wurden für den Volkssturm. Das MP-3008, das von Mauser-Werke gebaut wurde. Eigentlich ist es eine, sagen wir mal, modernisierte Version der Sten-Maschinenpistole. Die Magazinposition wurde geändert. Diese wird nun senkrecht. Eigentlich gehörte die Idee, die Sten in den Dienst der Wehrmacht zu stellen, Otto Skorzeny. Er ist der Waffe begegnet und sah, wie effektiv sie ist. Er bemerkte die Einfachheit der Waffe und machte den Vorschlag. Doch was diese Waffe betrifft, zu dem Moment war die Einfachheit der Waffe gefragt im Dritten Reich. Dass viele Produktionskapazitäten und menschliche Ressourcen, insbesondere Fachkräfte, verloren hat, die komplexe Produktionsschritte ausführen konnten.
Also musste alles sehr einfach gemacht werden. Mauserwerke haben also dieses Thema bis zu einem solchen Modell geführt. MP3008, das Modell wiegt 3,2 Kilogramm, das Magazin fast 32 Kugeln, das Kaliber 9x19 mm Luger. Diese Position des Magazins verbesserte die Qualität der Waffe, besonders beim Schießen mit Dauerfeuer. Der Einsatz erfolgte bis zu den letzten Tagen des Dritten Reiches und auch danach. Denn diese Maschinenpistole wurde sehr gerne von den Mitgliedern der Werwolf-Organisation verwendet. Der Hauptunterschied zwischen einer Partisanenvereinigung Werwolf und dem Volkssturm war, dass der Volkssturm zu der Armee gehörte, hatte also das gleiche Oberkommando wie die Wehrmacht, hatten gemeinsame Abzeichen, eine Binde, Dienstgrade, Uniformen und durften auch offen ihre Waffen tragen. Nach diesen Merkmalen fielen sie zur damaligen Zeit unter die Genfer Konvention des Jahres 1907 und der späteren Ergänzungen. Vor euch ist ein MP717R, eine Maschinenpistole, die auf der Basis des erbeuteten sowjetischen PPSH produziert wurde. Lauf wurde für das Kaliber 9x19 mm Luger umgebaut. Wissen Sie, das Interessanteste ist, dass zu der Zeit der UdSSR das Präsentieren dieser Waffe verboten war, in öffentlichen Ausstellungen zumindest, in sowjetischen Museen und der zugehörigen Länder des Warschauer Paktes. Man dachte, dass solche Ausstellungen die hohen Verluste der sowjetischen Seite zu Beginn des großen Vaterländischen Krieges verdeutlichen würden, weil der Gegner auf dem Schlachtfeld bereits im industriellen Maße die eigenen Waffen für seine Munition adaptiert. Was die MG-Bewaffnung angeht, so wurden hauptsächlich ältere Modelle verwendet, wie dieses MG0815 aus den Zeiten des Ersten Weltkrieges. Es wurden auch MG14 eingesetzt, der Variante Parabellum. In einer besseren Lage waren die Volkssturmangehörigen, die das Örtchen verteidigen durften, das Rominter Heide genannt wurde. Das war nämlich das Land von Hermann Göring. Da Göring zur damaligen Zeit der Vorsitzende aller Jäger des Dritten Reiches war, hatte er diese Jäger auf seinem Land gesammelt, um es so zu verteidigen. Aus dem Lager der Luftstreitkräfte haben sie da viele leckere Sachen abbekommen. Darunter solche MGs, sozusagen gelandete MGs. Das MG81. Zum damaligen Zeitpunkt wurde es nicht mehr an den Flugzeugen eingesetzt, sondern lag im Lager und wurde daher in der Landvariante eingesetzt. Aber auch das MG17 in der Landvariante ebenfalls. Das MG wurde ebenfalls von Doppeldeckern demontiert. Ende 1930er Jahre. Von den ungewöhnlichsten Waffen will ich euch ein Exemplar des MG 131 zeigen. Von ihnen blieben weltweit nur noch wenige übrig. Die landgestützte Variante der Waffe ist äußerst selten. Auf diese Weise wurde es auf eine vorbereitete Position eines Schützengrabens aufgestellt und der MG-Schütze schoss. Das Aufziehen der Waffe wurde auf diese Weise ausgeführt. Also in einem solchen Moment sollte man es ruhig angehen lassen.
Stellen Sie vor, es greifen Panzer an, Infanterie und hier sowas. Wer das Leben verstanden hat, der hat keine Eile. Ein interessanter Fakt aus der Geschichte dieser Waffe: Zwei Ladungen dieser MGs wurden damals von den sowjetischen Streitkräften erbeutet und wurden durch sie beim Sturm der Seelower Höhen eingesetzt bei Berlin. Das war ein kurzer Überblick über die Waffen der letzten Tage des tausendjährigen Reiches. Wie Sie sehen, gab es genug Abwechslung, aber sie ließ etwas zu wünschen übrig, wie auch alles andere, was dem Reich zu diesem Zeitpunkt zugestoßen ist. Das war's mit der Lektion. Ich hoffe, das fandet ihr interessant. Wenn ihr noch weitere Lektionen von Nikolai Sobolev hören wollt, bitte Daumen hoch ab. 300 Likes aufwärts, ab 300 Daumen hoch werde ich eine weitere Lektion von ihm übersetzen. Also fleißig liken, kommentieren, eurer Oma weiterleiten und dem Nachbarn nicht vergessen. Lass mal die Katze auch kommentieren. So, bis zum nächsten Video. Tschüss.